Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Gothic 2, die Nacht des Raben. Im letzten Part haben wir einiges geschafft. Wir haben es geschafft, den Teleportstein von den Wassermagiern in dem Tempel zu benutzen und sind hinter der Stadt rausgekommen und haben dort einen Ork besiegt, einen Orkkrieger wohlgemerkt, der gar nicht mal so leicht zu besiegen war. Und dann haben wir uns in die Stadt hineingewagt, haben ein paar Leute angequatscht, ein paar Sachen verkauft und gekauft, glaube ich. Und sind dann rechts neben der Stadt, also auf dem Weg zu Lobards Hof, haben wir dann rechts neben der Stadt noch die paar Viecher da und Banditen ausgemerzt. Und jetzt sind wir hier oben am Steinkreis und wollten den eigentlich aktivieren. Und jetzt steht hier Cavalorn. Ah, ich trinke mir trotzdem lieber einen Trank. Auch wenn er mir bestimmt nichts tut, aber Porzellankiste und so, ne? Hä? Suchst du etwas? Ich habe Vatras deinen Brief gegeben. Ich habe Vatras deinen Brief gegeben. Habe auch nichts anderes von dir erwartet. Dank dir. Na, ist doch kein Ding. Und wie sieht's mit meiner Bezahlung aus? Kohle und so? Also nicht mit Kohle bezahlen, aber naja. Suchst du etwas? Suchst du etwas? Ist das so offensichtlich? Ja, ich habe von den Wassermagiern den Auftrag, nach irgendwelchen verlorenen Ornamenten zu suchen. Trifft sich gut. Ich habe den gleichen Auftrag von Nefarius bekommen. Gehörst du also zum Ring des Wassers? Ja. Das freut mich. Dann muss ich das hier nicht alleine machen. Hast du schon ein Ornament gefunden? Ich habe die Stelle gefunden, an der wir eins finden sollten. Dieser Steinkreis könnte eins dieser Bauwerke sein, die Nefarius beschrieben hat. Jetzt müsste man nur noch den Mechanismus finden, nach dem wir suchen sollen. Also gut, ich weiß den Mechanismus. Ich habe den Mechanismus betätigt. Der stimmt, hatte ich ja schon gemacht, bevor ich in die Stadt überhaupt mal früher gegangen bin. Ich habe den Mechanismus betätigt. Da tut sich rein gar nichts. Dann haben Lobards Bauern wohl recht gehabt. Sie haben erzählt, dass jemand von ihnen schon mal an den Steinen hier herumgespielt hat. Ein Steinwächter sei wie aus dem Nichts erschienen und hätte sie angegriffen. Die Bauern riefen die Milizsoldaten riefen die Paladine, die kamen auch und zerstörten das Monstrum. Ich habe schon die ganze Gegend abgesucht. Wenn es hier ein Ornament gegeben hat, dann haben es jetzt die Paladine. Na ja, gut. Ah, dann werde ich zu ihnen gehen und das Ornament zurückfordern. Dann muss sich jetzt einer von uns beiden ins obere Viertel der Stadt. Ja, ich hole das schon. Dann werde ich zu ihnen gehen und das Ornament zurückfordern. In Ordnung. Ich werde jetzt in die Stadt gehen. Wir sehen uns bei Vatras. Alles klar, Junge. Na, ich kümmere mich darum. Ah, ich wollte aber gucken, ob da vielleicht hinten noch ein Viech nachgespawnt ist, was wir eventuell totknüppeln können. Es sieht aber nicht so aus. Gut. Ah, dann ab in die Stadt. Mit Lord Hagen schon Schwätzchen halten. Na, Hagi-Boy? Hm, ich werde wieder mal meinen Ring des Wassers anlegen. Ich habe ja den Schutz vor irgendwas an. Was ist das denn? Mana-Bonus? Hm, nicht schlecht. Feuerring? Nö. Ring des Wassers. So, jetzt erkennt jeder, dass ich zum Ring des Wassers gehöre und dass sie alle Respekt vor mir haben müssen. Niederknien! Und sprengen. Puff. Oh, die Stelle ruft Erinnerung. Wacht euch da, als mir das Spiel da abgeschmiert ist. Voll für den Arsch. So, Leute, lasst mich rein oder ich bringe euch um. Ah, ich wusste, dass ihr euch nicht traut. Dann gehen wir hier mal hoch. Müssen mit Hagi-Boy reden. Danke, Torwachen. Lothar. Matthäus. Onkel Lothar. Gerbrand, hast du mir was erzählen? Na, gibt's was Neues? Gibt's was Neues? Leute wie du haben hier oben nichts. Ja, wenn ja, du ja, leck mich auch. Ferdinando! Hast du mir noch was zu erzählen? Na, dann nicht. Bürger. Na, Ritter. Ja, die wollen uns alle auch nichts beibringen. Voll die Arschlöcher. Nee. Hagi-Boy. Hakchen. Du hast was ich will. So. Lord Hagen. Ich stehe auf dem Tisch. Bin größer als du, also hab Respekt. Ich suche ein metallisches Ornament. Ich suche ein metallisches Ornament. Es müsste am Steinkreis bei Lobards Hof gewesen sein. Wenn du dieses Teil hier meinst. Wir hatten den Verdacht, dass es eine magische Rune ist. Aber das Ding ist völlig wertlos. Von mir aus kannst du es haben. Ich habe keine Verwendung dafür. Ja, danke. Also, Mensch, nicht wahr? Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass er einfach sagt, ja, hier, nimm's mit.
Ich dachte jetzt eher, er sagt so, oh, aber dafür musst du mir erstmal 30 Orks-Äxte bringen. Um unter Beweis zu stellen, dass du würdig bist. Hätte ich schon mal gesagt, Alter, Vater, gib gleich links, rechts. Und dann hätte er gesagt, okay, gut, bevor du mir links, rechts gibst, lege ich mich lieber nicht weiter mit dir an. Du bist nämlich ein viel zu tougher Boy für mich. So, dann ringen wir mal. Ich hoffe, das Ding... Ah, da ist Cavalon schon. Cavalon! EP abschnabbeln. Ich habe das Ornament von Lord Hagen bekommen. Ich habe das fehlende Ornament von Lord Hagen bekommen. Siehst du, hatte ich mir doch gedacht, dass die Paladine es hatten. Habe ich mir auch gedacht. Schön, dass wir darüber geredet haben. Gut, dann werden wir jetzt mal zu Laris spazieren und ihn mal kurz darum bitten, dass er mit uns zu dem Steinkreis im Wald geht. Weil alleine sollen wir uns da nicht reinwagen. Warum auch immer. Meldor. Bürgerin. Burgerin. Wäre viel witziger. Ich bin eine Burgerin. Vielleicht bringt bei dir das Diebeszeichen was? Nee. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Das wäre doch mal interessant. Nagur, hast du irgendwas für mich? Du hast es also geschafft. Jetzt kennst du meine Auftraggeber. Halte dich an das, was Cassia dir sagt. Uns ist es egal, wer du sonst bist. Du bist einer von uns und nur das zählt. Oh, ihr seid voll tight, Leute. Jemand anders. Hier laufen genug Typen rum. Ich habe nichts mehr für dich. Och Mann, Nagur. Mich voll auf dich verlassen, Alter. Kadif, was hast du für mich? Diebeszeichen zeigen. Du mischst bei der Bande mit. Na gut. Oh, schön. Dann habe ich etwas für dich. Wenn du mal Dietriche brauchst, dann komm zu mir. Ich habe noch ein paar auf Lager. Frag mich einfach nach, was zu trinken. Alter, klar. Gib mir was zu trinken. Gib mir was zu trinken. Oh, 20 nehme ich alle mit. Die werde ich auch alle bestimmt auf einmal verhauen. Und da ich noch so viel Silber- und Goldgeschirr dabei habe, werde ich noch mal kurz mit Halvor quatschen. Weil ich mir einbilde, bei dem habe ich irgendwie einen besseren Preis. Er hat doch gesagt, er kauft mir Silber besser ab, oder? Halvor. Na? Verstehe. Du bist nicht nur hier, um Fische zu kaufen. Ich mache dir ein Angebot. Wenn du silberne Teller oder Kelche hast, ich nehme sie dir für einen guten Preis ab. Ach so, dann hatte ich das wahrscheinlich mal gelesen. Ah, alle Teller und Kelche verkaufen. Ich gebe dir für deinen gesamten Kram 5000. 50 Goldstücke. Was? Ja, okay, verkauf gut, hier. Ich verkaufe. Das war ein gutes Geschäft für heute. Komm besser morgen wieder. Ja, ja, sonst werden die Leute misstrauisch. Zeig mir deine Fische. Ja, guck mal. Oh, 20 Dietriche. Was ich alles an dir verkauft hatte. Ich Depp. Und ich dachte, ich krieg einen guten Preis für ihn. Guck mal, was er alles von mir haben will. 500 Gold dafür. Wichser. Richtiger Bieselkopf. Nein, verkaufe ich das auch noch bei ihm. Nee, den Blutkelch vielleicht nicht. Nee, das hebe ich alles auf. Nee. Du kriegst nichts mehr von mir. Schloch. Richtiges Schloch. Laris, der hat mich voll verarscht. Hilf mir mal, Laris. Ich wurde voll übers Ohr gehauen. Hey, you. Oh, gib mir dein Schwert. Das ist bestimmt ein gutes Schwert. Kannst du mir helfen, durch den dichten Wald im Osten zu kommen? Kannst du mir helfen, durch den dichten Wald im Osten zu kommen? Okay, aber was willst du da? Ich bekam von Nefarius den Auftrag, nach weiteren Ornamenten zu suchen. Eine Stelle, an der ich suchen soll, ist mitten im Wald. Ich verstehe schon. Der ist dir alleine noch zu gefährlich, was? Ja. Kein Problem. Sag mir, wann du los willst. Jetzt. Genau. Okay, jetzt. Lass uns gehen. Wohin? Ja, Unas Hof wohl nicht. In den dichten Wald im Osten. Dann wollen wir mal. Folge mir. Oh, der ist viel selbstbewusster als dieser andere Typ, mit dem wir in den Wald da hinten gegangen sind. Er sagt dann, kein Ding, komm, geh mal hin. Mach mal, ist kein Thema. Das ist mal wieder typisch. Und der andere hat gesagt, bitte tu mir nicht so viel. Und ich sag dann einfach, Junge, auf zu heulen. Ist doch gar kein Problem. Machen wir einfach. Und ich würde gerne mit Hakon noch reden. Der hat bestimmt noch neue Schwerter für mich, die ich mir mal angucken sollte. Und das macht der gerade mal 60 Schaden. 60. Das ist ja nix. Das ist ja fast weniger als 60. Hey.
Zeig mir deine Ware. Ja, 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 ja. Hast du irgendwas, was ich benutzen kann? Wahrscheinlich nicht. Schiffsaxt. Nee, nix, was ich benutzen könnte. Wow, habe ich irgendwas, was ich verhökern kann? Ah, die mittlere Ork-Axt. Na, lass vielleicht mal das verkaufe ich. Schiffsaxt kann ich auch verkaufen. Edles Kurzschwert brauche ich jetzt nicht mehr. Degen kann ich weg. Beil kann auch alle weg. Können alle weg. Gut. Gut, danke Hakon. Ja, ja, ich komme gleich mit. Zuris, du hast bestimmt noch was, was mich interessiert. Zeig mir einfach alles, was du hast. Eiswelle. Feuerball. Wolf rufen. Ja, klar. Bringt mir bestimmt mal voll viel. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Los, hab Angst. Apfeltabak. Roter Tränen, Vorsicht, scharf. Nee, bin gerade mal wieder über 3000 Gold. Gerade mal froh, dass ich wieder ein bisschen Money hab. Laris, lass mich nicht allein. Laris, bleib hier. Ich hab Angst. Und du, Mika, um dich kümmere ich mich auch noch. Ich schläfer die beiden Wachen ein und dann töte ich ihn. Einfach nur, weil er mir 5 Gold abgenommen hat. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich schlaf einfach alle ein, die drum machen. Ach nee, ich kann mir die leider nicht herstellen. Oh, das wäre viel cooler, wenn ich eine Rune hätte, womit ich alle einschläfern könnte. Wupp, du schläfst jetzt. Und drumherum alles niedermetzeln. Oh, das wäre richtig geil. Laris, du alte Dreckssau. Was machst du da? Könntest mal ein bisschen schneller laufen. Aber nee, das will er natürlich nicht. Vor allem, er hat nur so eine schäbige Bürgerkleidung an und hält bestimmt mehr aus als wir. Oh, ein Goblin. Ich will mich um den kümmern. Mein Goblin. Ja, hast du nicht mitgerechnet, dass ich den schaffe, wa? Aber habe ich gemacht. Einfach so. Hast du dir das mit dem Wald auch gut überlegt? Willst du da wirklich rein? Boah, du, lass mich mal kurz überlegen. Ja? Ja, gut, mein Freund. Dann folge mir. Jetzt wird's eklig. Wieso eklig? Sind da schleimige Schleimmonster? Bitte nicht. Ich hab doch hier eigentlich schon die Hälfte freigeräumt, oder? Außer ein paar Warge, die da hinten rumgeeiert sind, ist doch hier nichts mehr. Oder war das die andere Seite hier beim... Die andere Seite beim Leuchtturm? Beim Leuchtturm, oder? Hier links waren die Banditen. Okay. Hallo. Ich nehme mal die Armbrust. Damit ich. Oh, ein Wolf. Oh ja, der wird richtig eklig. Also die Wölfe, die werden richtig eklig. Ja, der kämpft ja bestimmt gleich. Nehmen wir die mal kurz mit hier. Ich habe so viele Pflanzen auch allgemein schon liegen gelassen. Das tut mir jetzt schon in der Seele weh. Ja, sehr schönes Tod. Oh, da hinten ist ein Orkelite. Hat er die nicht gesehen? Alter. Ja, und da will er natürlich wieder nicht hin. Da will er natürlich nicht hin. Rechts sind auch noch Goblins von uns. Junge, da hat irgendjemand ein Schwert gezogen und ich war es nicht. Ja. Ja. Gönn dir, Laris, gönn dir. Also, ich heb mal alles auf, was hier so rumliegt. Vielleicht helfe ich ihm einfach mal. Oh, 300! What the fuck? Boom! 300 Gold! Und ein Knochen. Nehme ich mit. Okay, mit den Wölfen wäre ich auch alleine klargekommen. Weil das, was wir jetzt hier begegnen, das ist ja voll 0815. Das ist ja super 0815, was wir hier machen. Das war's mit dir, Mistvieh. Das ist ja richtig 0815 hier. Ja, ich dachte, hier wäre so richtig viel los, Arsch voll Action und so. Aber nee, ist nie. Ich dachte, wir erledigen jetzt hier sämtliche Orks, die hier rumfliegen. Hab ich mir zu viel vorgenommen, ha? Feldräuber. Ja gut, um die kümmere ich mich mal schnell. Das sind Schattenläufer. Ja, komm, schäbig. Schäbe dich weg. Schäbe dich weg. Schäbe dich weg. Du dreckige Schabe, du. Feldräuber, Feldräuber. Ja, hier sind auch lauter Feldräuber. Ups. Zack. Zack. Zack.
Hoffentlich finde ich den Weg wieder zurück zu ihm. Ja, da oben muss ich lang gehen. Alles klar, um die will ich mich auch noch kümmern hier. Ach, hier sind wir. Ah, ich verstehe. Da hinten geht es dann zu diesem Innos-Schrein. Alles klar. Oh Gott, Laris, lass mich nicht allein! Oh Gott, Laris, ich will auch nie wieder abhauen. Ich will nie wieder abhauen. Ich will nie wieder abhauen. Komm her, komm her, komm her. Laris. Laris, bitte. Lass mich nicht allein. Der wäre mir nicht mal hinterhergelaufen, der Sack. Heilpflanze, Heilpflanze, Heilwurzel. Gut. Ich heb jetzt hier erstmal auf. So sieht's mal aus. Eine Drachenwurzel. Ha, hat sich direkt gelohnt. Mhm. Gut. Ja, Laris wird wahrscheinlich vorweggelaufen sein. Der wird wahrscheinlich da vorne stehen. Jawolla. Wie, ich krieg die EP nicht. Dann will ich aber zu Diva. Alles klar, die EP habe ich schon mal. Oh, Entschuldigung, Laris, wollte ich nicht. Vielleicht wollte ich es ja. Ja, komm, die Mollerats darfst du ja abschnubbeln. Von dem mische ich nichts. Was wird hier richtig eklig? Nix. Das hätte ich auch allein geschafft. Ich hätte mich wahrscheinlich verlaufen auf dem Weg hierher. Ja, das steht außer Frage, aber den Rest hätte ich auch geschafft. Ah, hier sind doch die Warane. Um die kann ich mich auch nicht kümmern. Die schaffe ich ja wenigstens noch. Ja gut, Laris, wie sieht's aus? Mach schnell. Ich will dir so schnell wie möglich wieder weg. Ja, da bist du nicht der Einzige. Ah, ich schnabuliere mal schnell noch einen Trank, ey. Und ich speichere mal. Weil ich ja weiß, was gleich passiert. Schon mal der erste Schalter. Oh nein! Okay, gut, nichts passiert. Wölfe. Die kann ich mir auch noch kümmern. Snapperkraut. Oh, da ist eine Treppe. Da ist ein Varg! Waage! 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 Laris! Waage! Laris! Laris! Siehst du sie? Ich auch nicht. Ah! Da ist er! Laris, mach weg! Mach, dass er aufhört! Oh, Laris, mach, dass er aufhört! Ich war's, ganz alleine. Ich habe ihn besiegt. Okay, Gott. Ich wollte mich nur um die Wölfe kümmern und plötzlich, wupp, greift mich die ganze Welt an. Was soll der Kack? Ich habe gerade gesehen, ich mache überhaupt keinen Schaden an den Wagen. Das ist auch übel. Aber wisst ihr was? Ich lock den. Den lock ich noch. Hallo, Wag. Hallo. Ja, Laris! Freund! Hilf mir! Aua! Laris! Mach schnell! Mach schnell, Laris! Nein! Oh mein Gott, irgendwie nach hinten gucken, ich weiß nur nicht wie! Oh, Laris, mach jetzt keinen Kack, bitte! Laris, mach keinen Kack! Bring ihn einfach um! Oh, ich drehe es. Oh Gott. Oh, ich sterbe hier fast. Oh. Ja, habe ich auch wieder ganz alleine besiegt. Ging doch ganz einfach. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Gott. Ich sollte mich einfach eigentlich nur um den Steinkreis kümmern. Ah. What is this? Was ist das? Und was macht es? Es leuchtet blau? Ne, das war was anderes. Noch mehr Waage oder ist das ein Keiler? Ah, Waage. Ne, mit denen lege ich mich jetzt nicht an. So, Herr Innos. Herr Innos-Typ. Ich bete zu dir und gebe dir 100 Goldmünzen. Was gibst du mir? Geschenk. Geschenken. Geschenklichkeit. Geschicklichkeit. Was soll ich damit? Nüscht. Na gut. Gehen wir mal hier hoch. Geht das hier hoch? Ne, ich wette nicht. Ne. Mit Geschenklichkeit kann man ganz viel erreichen in seinem Leben. Mhm. Weil Geschenklichkeit ist was, was nicht jeder hat. Was ist denn hier? Sieht auch irgendwie cool aus. Snapperkraut? Snapperkraut ist auch gut. Snapperkraut ist auch gut.
Aha. Mhm. Na gut, hier ist nichts weiter. Noch mehr Snapper-Kraut. Doch, hier ist noch mehr weiter. Vielleicht ist ja noch irgendwie eine Waffe oder sowas. Keine Ahnung. Wäre vielleicht mal ganz gut zu wissen. Und was da oben ist, will ich auch wissen. Aber da kommt Laris bestimmt nie mehr mit. Kann ich sagen, du Laris, kommst du bitte mit? Ich hab Angst alleine. Oh, eine Steintafel. So, Laris, könntest du bitte mitkommen? Ich hab voll Angst alleine. Und mit dir fühle ich mich voll sicher. Ah, da ist er. Schalter. Mhm. Mhm. Oh, Snapperkraut, Heilkraut. Heilkraut. Oh, ja, in so einem Steinkreis ist echt alles. Da findest du so viel Kräuter, Lies. Das ist unglaublich. Ah, da ist der Stein. Der Schalter, nicht der Stein. Steinschalter. Alter, voll Steinschalter. Alter Steinschalter. Hm? Feuerkraut, Pfeilkraut. Super. Gut, dann aktivieren wir das mal und rennen so schnell wir können weg. Fick dich. Fick. Ja, und Laris, was denkt ihr sich? Ich guck mir das mal vom Weiten an. Mhm. Was? Und für so einen beschissenen Wag braucht er 30 Schläge? Oh ne, du. So, den Rest wirst du hoffentlich alleine schaffen. Ich gehe dann wieder. Nein, bleib mal bitte, mein Junge, bleib hier. Ich hab doch Angst. Ich hab voll Angst. Manu. Voll behindert. Ich muss mich jetzt noch um die Warane da unten kümmern. Oder was ist denn hier? Geheimes Geheimnis? Naja, wahrscheinlich ja nicht. Was ist das? Ein Varan? Okay, das wusste ich schon vor. Ich dachte jetzt Warg. Aber hier sind so viele Tote. Ich speichere mal. Das macht mir ein bisschen Sorge. Ein Bolzen. Mhm. Ein Bolzenschussgerät. Ist nicht unbedingt eine Armbrust. Lack ein Schwert. Ein rostiges Schwert. Jawohl. Und ich denke mir, ein Riesenrad. Ich dachte, es wäre ein Schattenläufer da drin. Kannst mich mal. Okay, bewegen wir mal die Winde. Womit denn? Wie? Was für ein entsprechender Gegenstand? Das ist eine Winde. Die drehst du nach links, dann geht's auf. Nichts zu holen. Ah, ihm fehlt der Intellekt dafür. Na gut, das ist wieder was anderes. Aber ich habe mich da drin gar nicht genau umgeguckt. Wurden die da von Riesenratten gerade besiegt, alle, ne, die davor waren? Die ganzen Skelette? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Was für Noobs. Oh, Sumpfkraut. Nein, das ist Sumpfkraut. Aha. Was ist das denn hier? Eine rostige Axt. Dafür gibt es wenigstens noch ein bisschen Money. Money, that's be funny. Sumpfkraut, ein Schürhaken. Was habt ihr denn mit Schürhaken gemacht? Ackerbau betrieben. Gut, dann trinken wir mal noch ein Tränkchen, speichern noch einmal unter Kampf. Und dann legen wir mal hier Rische los. Kann ich den hier alleine locken hier? Gut, den habe ich jetzt schon mal gelockt. Bitte verliere nicht das Interesse. Nein. Jung, mach anders. Wie würde ich jetzt nämlich da hinten an die Wand quetschen? Perfekt. Looten können wir den jetzt. Hallo, Herr Varan. Nein, nur einen, bitte. Der dahinter hat Gott sei Dank das Interesse verloren. Zack. Ja, also eigentlich können wir dich mal jetzt langsam mal besiegen hier, ne? Okay. Nächster, bitte. Aber auch wirklich einer nach dem anderen. Alle auf einmal, wir haben nix. Gut. Patz. Und zurück. Zack. Stirb, du Wichser! Stirb jetzt!
Bei denen lande ich natürlich keinen Crit mehr, ne? Das ist klar, ne? Das ist normal, ne? That's life, ne? Gut, ihr habt gemerkt, zum Ende wurde ich richtig konzentriert, da ging gar nichts mehr bei mir. Ich habe 4 Varane platt gemacht und ich mache die ganz alleine platt. Ihr seid ja Noobs. Richtige Noobs. Ach, voll viele Heilkräuter hier. Heilkräuter, meins. Und eine Armbrust, die ich hier auch noch. Was ist hier los? Eine Jagdarmbrust. Da bin ich mal gespannt, was die an Schaden macht. Hier liegen auch voll viele Sachen rum. Die armen Typen hier. Richtig arme Schweine. Zack. Wir müssen unbedingt Armbrustschießen noch weiter lernen. Zack. Zack. Okay, Jagdarmbrust, wie viel Schaden? Verdammt wenig Schaden, um ehrlich zu sein. Ich habe da mehr erwartet gerade. Ich dachte so, oh, Jagdarmbrust, oh, oh. Aber, oh, Jagdarmbrust, oh. Ja. Lieber nicht. Lieber nicht. Das, was ich mir gerade überlegt hatte. Lieber anderen Weg gehen. Da ist nämlich. Da sind noch Orks. Und Orks gleich böse. Orks gleich das pure Böse. Gut, wir werden jetzt noch auf dem Weg uns zur Stadt machen. Einen Zwischenstopp machen wir kurz bei Jacks Leuchtturm. Oder? Jack mal besuchen gehen? Doch, das können wir machen. Jackie Chan. Hoia. Na, ich nehme doch lieber wieder die Armbrust in der Hand. Nicht, dass hier irgendwo Waage links oder rechts irgendwo versteckt im Wald hocken. Und ich mir denke, dup, 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 tot. Denn so läuft das. Dup, 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 tot. Da, ah ne, den habe ich besiegt, den Schattenläufer da hinten. Na, das stimmt, den habe ich besiegt. Gut, hier ist der Innos-Schrein. Hier waren die Snappies. Die haben wir alle fertig gemacht. Ganz alleine, ohne Hilfe. Ah, was, ein Skeletttyp? Nein, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Pff, wo soll der hergekommen sein? Skelette. Skelette gibt's doch gar nicht. Wie, Laris hat gerade eins besiegt? Na, habt euch eingebildet. Laris hat keins besiegt. Es gibt keinen Laris. Es gibt nur Larissa. Ah, hier ist Jacks Leuchtturm. Ja, dann reden wir nochmal mit Jackie. Jack! Hast du Gold für mich? Jack! Komm schon! Jack! Da ist Jack! Im Sessel! Jackie! Na? Netten Turm hast du! Netten Turm hast du! Nicht wahr? Geh ruhig ganz nach oben und sieh dir den schönen Ausblick an, mein Junge. Fühl dich hier wie zu Hause. Okay, tu ich. Ja gut, dann beende ich den Part hier. Und Leute, ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Und wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr machen könnt. Und tschüss.